Hallo und willkommen bei Spieldinos mit dem Adventskalender Türchen Nummer 17. Und heute haben wir ein Spiel, was ja auch gerade der Trend ist, dass es Nachfolger von Spielen gibt. Und heute haben wir eine Nachfolge von einem relativ populären Spiel. Und es hat Würfel dabei. Ja. Ta-ta-ta-ta. Jetzt sogar mehr Würfel. Nochmal so gut. Ja, nochmal so gut ist auf jeden Fall nochmal so gut wie nochmal. Ja. Ein typisches Roll and Write, aber das Tolle ist, hier kommt keine Langeweile am Tisch auf, weil auch die passiven Spieler profitieren auch immer von dem Würfelwurf von dem aktiven Spieler, wenn sie denn wollen, sie müssen nicht. Und hier kommt einfach nochmal die Taktik oder dieses... Ich mag das mit dem neuen Würfel, der da dazukommt, weil jetzt hat man noch so einen Sonderwürfel, ja, der halt dann es erlaubt, so Kettenzüge zu machen. Das mag ich eigentlich total gerne in Spielen, dass ich würfel irgendwie eine Bombe, die kann ich dann benutzen. Mit der Bombe spreng ich was weg. Durch das, dass ich was wegspreng, kriege ich wieder was. Das Ganze geht bis zu 6 Spieler. Das ist auch immer cool. Und ja, wie Melli gesagt hat, da kommt keine Langeweile auf, weil halt jeder irgendwas zu tun hat. Ich mag das wirklich gern. Ich mag das sogar noch lieber als den Vorgänger. Und ich muss sagen, es steht hier hinten drauf, besonders gut geeignet für zwei Spieler. Kann ich direkt unterschreiben. Mir macht es fast zu zweit am meisten Spaß. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege auch fast immer mein ganzes Blatt voll. Das ist, weil Melli gewinnt zu zweit öfters als mit 6. Deswegen mag es nur mit mir, Nein. weil ich so schlecht bin am meisten. Ja, und wie könnt ihr dieses tolle Würfelspiel denn heute gewinnen? Lasst uns doch einfach in den Kommentaren da, was mögt ihr mehr? Das Originalspiel oder dann den Nachfolger? Also es gibt ja so viele Spiele, wo es einfach, wie hier, nochmal so gut. Welchen möchtet ihr oder mögt ihr mehr? Oder sagt ihr, ach, mir ist das egal und ich sehe jedes Spiel als dasselbe oder das alleinstehende Spiel? Lasst einfach dafür einen Kommentar da und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.